Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Es war einmal Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ich habe wieder was gebaut und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und los geht's! Till I hear him say. Ja, hier seht ihr jetzt, wie ich eben dabei bin, den Grundriss zu ziehen. Und dabei ist es jetzt schon die zweite Aufnahme. Ich habe das Ganze nämlich schon mal aufgenommen und habe dann nach dem Beenden vom Spiel festgestellt, als ich dann mein Spiel neu gestartet hatte und so, dass mein Grundstück weg war. Also als hätte ich nie was gebaut. Deswegen habe ich das Ganze dann nochmal von vorne beginnen müssen. Ich muss aber sagen, die zweite Version, also die, die ihr jetzt auch hier seht, gefällt mir persönlich auch besser. Und ja, beim Grundriss habe ich mich sehr stark am Disney-Häuschen von Schneewittchen und die sieben Zwerge orientiert. Also ich habe mir ein paar Bilder rausgesucht und ja, mich so ein bisschen inspirieren lassen, wie das Häuschen da aussieht. Und ich wollte unbedingt eben so ein großes Fenster haben, wo dann die böse Stiefmutter von Schneewittchen eben hinkommen kann und ihr die ganzen Sachen anbieten möchte und ja, versucht eben Schneewittchen um die Ecke zu bringen. Und um das Haus herum habe ich dann einen Fluss gezogen und ja, einen Teich, weil ich mir gedacht habe, es wäre total cool, wenn da so ein Übergang wäre, also wo man dann so drüber gehen kann zum Häuschen. Und das habe ich auch auf einem der Bilder von Disney gesehen. Und das fand ich ganz passend und da das in Sims ja möglich ist, habe ich da mein Bestes versucht. Ja, hier an der Seite des Hauses wollte ich eben dann später so ein Wasserrad haben, das sich dreht. Ja, das Ganze hat dann relativ lange gedauert. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich da investiert habe, um diesen Teich und Bach eben hinzubekommen. Hier habe ich dann gerade versucht, so ein bisschen das Ganze ja, natürlicher aussehen zu lassen, eben nicht so gerade, weil mein Bach war unglaublich gerade, also total unnatürlich. Und das habe ich eben dann versucht, noch so ein bisschen zu kaschieren. Und hier wollte ich eigentlich aus dem Debug eine Brücke nehmen und drüber bauen. Allerdings ist das Problem, wenn man im Live-Modus dann ist, können die Sims da zwar drüber, aber die gehen dann nur so durch. Und das sieht dann eben nicht aus, als würden die wirklich über die Brücke gehen. Deswegen habe ich mich hier jetzt für eine andere Variante entschieden. Und habe dann eben mit dem Geländetool versucht, das Ganze ja das so ebenmäßig wie möglich zu machen, damit der Sim dann auch drüber gehen kann. Das habe ich dann auch getestet, es hat funktioniert und da konnte ich auch schon weiterbauen. Als Zaun habe ich dann Debug-Zäune verwendet, denn ich wollte zum einen freier sein in der Platzierung und auf der anderen Seite wollte ich auch Zäune nehmen, die man sonst nicht so oft hat. Und hier habe ich jetzt auch das Wasserrad platziert und eben kurz geguckt, wie es denn für die Galerie angezeigt werden würde. Also ich lade ja die Grundstücke immer in die Galerie hoch, damit ihr sie auch runterladen könnt. Und da finde ich es immer schön, wenn eben ein schönes Anzeigebild vorhanden ist. Denn leider ist es ja so, dass man sich die Anzeigebilder nicht so richtig aussuchen kann und dann sieht es manchmal sehr merkwürdig aus. Und leider werden diese Anzeigen dann oft den Bauwerken gar nicht gerecht, was ich total schade finde. Weil man steckt da total viel Zeit und Energie in diese Werke und dann hat man eine blöde Anzeige und ja, andere Leute downloaden sich das dann natürlich nicht so gern, weil sie nicht wirklich sehen, was da eigentlich gebaut wurde. Hier wollte ich den Kamin irgendwie integrieren und wollte natürlich auch, dass da dann wirklich Rauch rauskommt. Ich habe dann einfach so einen Kamin vergrößert und zwei übereinander platziert. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, im Innenbereich wusste ich zunächst nicht, wie ich die Treppe am blödsten platzieren soll. Habe mich dann für diese Ecke hier entschieden und ja, habe zunächst mal
Wände und Böden hineingemacht und ja, mal geguckt, wie ich denn das Ganze so aufteilen kann. Und habe mich schließlich dann für Kleinkindbetten entschieden, denn die sieben Zwerge sind ja etwas kleiner als Schneewittchen. Deshalb habe ich eben diese sieben Kleinkindbetten platziert. Wenn man mit dem Haus spielen will, ist es sicherlich sehr anstrengend, mit sieben Kleinkindern zu spielen, aber ja. Das Bett von Schneewittchen wollte ich dann eigentlich auch oben platzieren, denn es erschien mir so am besten. Von der Aufteilung zumindest, denn unten ist dafür ehrlich gesagt nicht wirklich Platz gewesen. Und hier wollte ich eigentlich ursprünglich das Badezimmer reinmachen. Dann ist mir dann aber im Nachhinein aufgefallen, Moment, das ist ja das Fenster, wo die böse Stiefmutter immer kommt. Und deswegen konnte ich da das Badezimmer nicht hinbauen und habe es dann woanders platziert. Ja, die Küche habe ich auch in einem schönen Braunton gehalten, denn ich wollte eben, dass es alles sehr natürlich und mit Holz eben verkleidet aussieht. Dann brauchte ich natürlich einen sehr großen Tisch, denn der Haushalt ist dann mit Schneewittchen und den sieben Zwergen voll. Denn es passen ja nur 8 Sims in einen Haushalt. Und hier habe ich dann eben versucht, wo ich die Toilette vielleicht platzieren kann. Dann ist mir die Idee gekommen, dass ich ja hinter der Treppe noch wunderbar einen Raum platzieren kann. Und das wurde dann letztendlich auch das Badezimmer. Dann war ich erstmal fertig mit der Inneneinrichtung. Es ist noch relativ mager, wir kommen dann später noch dazu. Aber ich bin weiter dann in den Außenbereich gegangen und wollte so ein bisschen die Berge simulieren und habe da eben mit dem Geländetool gearbeitet. Und dann ist mir die Idee gekommen, dass die Zwerge ja einen geheimen Eingang bekommen könnten, wo die dann ja immer runter ins Bergwerk gehen können und ja, Erz und Edelsteine abbauen könnten. Da habe ich ehrlich gesagt ziemlich lang rumprobiert und hatte dann am Ende ein riesen Loch gegraben, wo ich dann einfach, ja, Räume drin platziert habe. Die habe ich dann aber wieder weggemacht und habe diesen Hügel, den ihr jetzt hier seht, übrig gelassen und das Ganze mit Steinen aus dem Debug verkleidet. Das sind übrigens die Steine aus dem Landhausleben-Debug, denn ich baue ja auch hier in Helmford und Bagley und da fand ich das am passendsten, wenn ich eben da auch die Steine nehme, die in der Umgebung zu finden sind. Ja, die Steine habe ich dann wieder mit dem Geländetool angepasst und habe das Ganze ja so ein bisschen erhöht und wieder abgeflacht und hier schon mal einen Weg platziert, damit ich mich dann ein bisschen dran orientieren kann, wo ich nichts hinbauen darf, damit der Sim dann auch noch darauf gehen kann. Ja, wie funktioniert das jetzt? Also ihr werdet es später noch sehen. Unter diesem Berg ist jetzt ein Raum platziert, mit dem man hier, also man sieht jetzt auch die Treppe, mit der man dann darunter gehen kann. Und darunter ist nochmal ein Raum dann platziert, den sieht man dann oben auch nicht durchstehen, deswegen hat das dann ganz gut funktioniert mit dem Geländetool und dem Raum. Ja, hier habe ich dann schon angefangen, den Außenbereich zu dekorieren und erstmal diesen Berg so ein bisschen zu verschönern. Und jetzt würdet ihr eine sehr lange Zeit zuschauen müssen, wie ich den Außenbereich dekoriere und ganzen Blumen platziere, aber ich habe das Ganze natürlich zusammengeschnitten, damit es nicht allzu lang wird, denn ich glaube, ich habe für den Außenbereich insgesamt 3 Stunden gebraucht, also schon sehr, sehr lange.
Aber ich bin mit dem Endergebnis mega zufrieden und ich finde, es sieht richtig schön märchenhaft aus. Im hinteren Bereich habe ich dann auch so ein paar Objekte platziert, also eben so eine Waschwanne und auch eine Wäscheleine, so ganz altmodisch, dass man eben Wäsche waschen kann. Und natürlich einen Hühnerstall, damit man sich auch selbst so ein bisschen versorgen kann. Und Blumenbeete, da kann man dann was anpflanzen und ja, eben diesen Landhausstil leben. Hier kommen jetzt noch Pflanzen und noch mehr Pflanzen. Also ich habe versucht eben den Teich und auch den Bach zu verschönern und die Übergänge so ein bisschen softer zu machen. Wollte dann aber bei diesen Büschen auch nicht übertreiben und habe immer wieder ein paar leere Stellen gelassen. Bei den Pflanzen habe ich mich vor allem für die Farben Weiß, Gelb, teilweise Orange und Blau entschieden. Für mich waren es so ein bisschen die Farben für Schneewittchen und deswegen bin ich auch in diesem Farbschema außen geblieben. Denn ja, die bunten Farben, die ich jetzt zum Beispiel bei Rapunzel verwendet habe, fand ich nicht ganz so passend und ich wollte auch mal ein bisschen Abwechslung haben. Dann hatte ich eine riesengroße Fläche hier in der Mitte frei und wusste erst nicht, was ich da jetzt noch platzieren soll. Dann habe ich mir aber gedacht, man kann sich ja da hinsetzen und vielleicht ein Lagerfeuer noch machen. Und ja, was macht man zur Not, wenn man zu viel Platz hat? Richtig, man platziert einen Baum. Das habe ich dann auch gemacht und ich finde, es sieht eigentlich recht gemütlich aus. Ja, ins Gewässer habe ich dann noch ganz viele Glühwürmchen und Enten und sowas platziert, dass das Ganze so ein bisschen märchenhafter aussieht. Und natürlich das Ganze mit dem Sprühtool bearbeitet. Also ich habe Wege gezogen, das Ganze dann auch wieder mit Brauntönen schattiert, um das Ganze natürlicher wirken zu lassen. Und das hat auch eine Ewigkeit gedauert, aber ich finde, das lohnt sich immer total und es macht einen Riesenunterschied zu vorher. Ja, nach diesen ganzen Sprühversuchen habe ich dann eben die Wege auch noch mal ein bisschen mehr verziert mit Steinen, mit Sträuchern. Dass das Ganze einfach sehr bewachsen aussieht, denn es soll ja ein Teil vom Wald sein. Und hier habe ich diese Wucherungen, keine Ahnung, für Häuser gefunden. Die sind, glaube ich, aus an die Uni. Und ich finde das total toll. Also das macht das Haus nochmal zu so einem richtigen Waldhaus. Und das wollte ich im Prinzip ja auch erreichen, dass es wirklich aussieht, als stünde man im Wald. Ja, dann war ich mit dem Außenbereich soweit fertig und habe mich dann nach innen gewagt und habe dann erstmal den Schlafbereich eingerichtet und Schneewittchens Ecke wollte ich so ein bisschen gemütlicher haben und habe dann natürlich auch ganz viele Pflanzen platziert, denn Schneewittchen kümmert sich ja immer darum, dass alles schön ausschaut. Und hier habe ich dann auch so eine kleine Waschecke eingerichtet. Also ich habe mir gedacht, wenn man sich am Morgen eben das Gesicht kurz waschen möchte, dann hat man da eben einen Krug mit frischem Wasser und ja, so eine Schale, wo man sich dann eben waschen kann. Und hier habe ich noch so ein paar Krimskrams-Sachen platziert, Schuhe, die dann so unter den Betten stehen und Laternen, die das ganze Zimmer dann beleuchten. Im unteren Bereich habe ich eine Orgel platziert, weil das habe ich auf einem der Disney-Bilder tatsächlich auch gesehen, dass einer der Zwerge, glaube ich, Orgel oder ja so ein altes Klavier eben gespielt hat. Und das fand ich dann eigentlich ganz passend, das dann in die Ecke so zu platzieren.
Und da wusste ich echt lange nicht, was ich da jetzt für Möbel platzieren soll. Ich wollte auch, dass der Platz nicht zu eng wird und habe mich letztendlich aber für sehr natürliche Möbel entschieden, also diese Holzsitze. Weil in diesem Haus ja Zwerge wohnen, habe ich mich bei der Beleuchtung sehr auf dieses natürliche Licht verlassen, also auf Laternen, Kerzen und ja, ich finde, es macht das Ganze eigentlich sehr rund. Ja, ein paar Deko-Objekte dürfen natürlich nicht fehlen und allerhand Sachen, die einfach so rumstehen, weil man nicht so viel Platz in dem Haus hat. Aber ich finde, das Ganze macht es sehr gemütlich, dass irgendwie überall so ein bisschen was rumsteht. Und das ist übrigens das besagte Fenster, das ich gemeint habe, wo dann die böse Stiefmutter immer kommt und Schneewittchen zum Beispiel einen Apfel anbieten möchte. Und hier sind jetzt auch diese ganzen Laternen, die das ganze Haus noch beleuchten und gemütlich wohnlich machen. Im Badezimmer wollte ich auch gar nicht zu viel platzieren, denn die Zwerge legen ja jetzt nicht besonders großen Wert darauf, dass sie sich immer waschen. Da muss Schneewittchen ja auch ordentlich nachhelfen. Deswegen habe ich das sehr, ja, dürftig eingerichtet und ja, mit relativ wenig Deko, denn das fand ich einfach nicht realistisch. Dann war ich soweit fertig und konnte mich an die versteckte Höhle wagen. Und da habe ich eben, wie gesagt, zwei Räume untereinander platziert und dann erstmal im Debug die Steine gesucht und wollte die eben wieder integrieren, damit man den Eindruck bekommt, wir sind wirklich in der Höhle und in einem Steinbruch, wo die Zwerge dann auch ihre Sachen abbauen. Da habe ich die goldenen Eier von Landhausleben entdeckt und das fand ich sehr, sehr passend als Deko, denn die Zwerge werden natürlich da auch mal auf Gold stoßen. Und das habe ich so ein bisschen platziert, auch so Goldbahnen und ja, damit die Zwerge eben so ihren geheimen Schatz im Keller haben. In der zweiten Ebene habe ich dann, oder eben in der ersten Ebene, habe ich dann noch eine Werkbank platziert, damit man auch Sachen herstellen kann. Und so ein paar, ja, misslungene Sachen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon mit meinem Speedbuild. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß bei den kleinen Eindrücken und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!